Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenmagazins Panorama von MIMA.TV. Schön, dass Sie diese Woche wieder mit dabei sind. Auch diese Woche bieten wir Ihnen wieder umfassende Informationen rund um die Region. Und das sind unsere Beiträge. Auf einen Kaffee mit Clemens Ludwer. Rudolf Gstettner belebt Karl Skalas Werk zum 100. Geburtstag neu. Der Volvo EX30 ist eingetroffen. Fürstallerbruck Oberaich bietet ein Outdoor-Abo an. Die MIMA.TV Kräuterecke. Aus dem Archiv des Filmclub Kapfenberg. Clemens Ludwer, McDonalds-Franchise-Nehmer in Bruck an der Mur, wurde von MIMA.TV zu einer informellen Kaffeepause eingeladen, um über seine Erfahrungen und die Entwicklung des Unternehmens in der Region zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen auf eine neue Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, heute mit dem McDonalds-Partner von Bruck an der Mur, Clemens Ludwer. Lieber Clemens, herzlich willkommen wieder mal bei uns im Studio. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir sein zu dürfen. Lieber Clemens, du hast ja vor einigen Monaten den Mäcki in Bruck übernommen. Viele haben dann gesagt, der ist ja wahnsinnig in Zeiten, wo man sich so schwer tut, Personal und so zu finden. Was war da deine Entscheidung, dass du diesen McDonalds übernommen hast? Die Entscheidungsgrundlage ist die gewesen für mich, dass ich ja bereits seit 6 Jahren in diesem Umfeld tätig war. Also das heißt, ich war seit Oktober 2017 beim Andreas Gamsiger als Operations Manager tätig und habe ihm seine damals 6 Standorte operativ führen dürfen, neben vielen anderen Aufgabenbereichen auch. Und ich habe in diesem Zeitraum für mich einfach gemerkt, ich fühle mich in diesem Umfeld sehr wohl. Ich finde mich in der Marke sehr stark wieder. Und wie dann in mir der Entscheidungsprozess gereift ist, diesen Schritt gehen zu möchten, war da eigentlich keine große Frage dahinter, mache ich das wirklich, ja, sondern das war ein Prozess, der dann eben in diese Entscheidung gemündet ist. Jetzt wissen wir natürlich, die Fußstapfen vom Andreas, der das ja viele, viele Jahre gemacht hat, sind nicht klein. Hast du da Angst gehabt am Anfang? Ich würde sagen, Angst ist das falsche Wort. Ich glaube, Respekt trifft es eher, weil, wie du richtig sagst, da der Andreas ist in der Region eine Institution und eine Marke. Es ist wirklich beachtlich, was er hier alles aufgebaut und was er sich selber für einen Namen gemacht hat. Man merkt das auch nach wie vor. Also wir sind uns ja freundschaftlich verbunden und ich freue mich sehr, dass er auch regelmäßig bei mir im Restaurant zu Gast ist. Und was er für ein Standing hat, zeigt sich dann an so Kleinigkeiten, wie dass ich meine Mitarbeiter noch immer mit Chef ansprechen. Ja. Was mich dann aber auch nicht stört, weil der Andreas war über 30 Jahre lang dort der Chef. Ja. Und durch seine sehr menschliche Art und durch seine sehr mitarbeiterfreundliche Art ist es ja auch logisch, dass dann solche Beziehungen auch darüber hinaus bestehen bleiben. Für mich war es dann aber trotzdem ein sehr guter Schritt und ich freue mich sehr, dass es Bruck geworden ist, weil ich ja dort über die letzten Jahre auch schon reinwachsen konnte und weil eine sehr gute Vertrauensbasis mit dem ganzen Team da war. Jetzt hast du gesagt, Andreas kommt dich immer wieder besuchen. Natürlich auch die Frage, zahlt er dann auch? Der Andreas hat von mir eine Founders Card bekommen. Das heißt, ich freue mich sehr, ihn, wenn er bei uns zu Gast ist, auch einladen zu dürfen. Das ist schön. Wir sprechen bei euch von Systemgastronomie. Erzähl vielleicht unseren Zuschauern einmal ganz kurz, was ist Systemgastronomie? Systemgastronomie bedeutet, dass, wie der Name schon sagt, ein System dahinter steckt. Das heißt, sämtliche Arbeitsabläufe sind bei uns klar definiert. Wir haben sehr umfangreiche
inzwischen digitalisierte Handbücher und Standards, die unseren Mitarbeitenden ganz klar wiedergeben, wer was wie zu tun hat, wer hat welche primäre Aufgaben, wer hat welche sekundäre Aufgaben. Das heißt, die Arbeitsabläufe, die sind ganz klar definiert mit dem Ziel, dass wir eben die Ansprüche, die unsere Gäste an uns stellen, bestmöglich erfüllen können, nämlich eine hohe Qualität bei freundlichem Service, Schnelligkeit und Vollständigkeit bieten zu können. Das heißt, dieses System gibt es ja, glaube ich, in ganz Österreich gleich. Und so wie ich das kenne, ihr werdet ja irrsinnig stark von McDonald's selber auch geprüft. Also ich glaube, McDonald's ist einer von den Gastrobetrieben, der am meisten geprüft wird. Wir werden intensiv geprüft. Ich finde das aber auch sehr gut, denn so ist wirklich in allen Bereichen sichergestellt, dass wir die Kriterien, die einerseits vom Gesetzgeber vorgegeben werden, aber genauso vom Franchisegeber McDonald's Österreich erfüllt werden. Ja, das heißt, wir haben in vielen Bereichen, sei es zum Beispiel Hygienestandards, Lebensmittelsicherheit und so weiter und so fort, haben wir Vorgaben und Grenzwerte, die schärfer sind als das Gesetz, damit, wenn einmal irgendetwas sein sollte, wir trotzdem gar nicht in die Gefahr kommen, irgendwo mit gesetzlichen Vorgaben in Konflikt zu geraten. Und wir haben diesbezüglich regelmäßige Audits, die einerseits eben diesen Bereich Lebensmittelsicherheit und Hygiene betreffen, die von einem externen Institut durchgeführt werden. Das heißt, das ist nicht irgendeine interne Abteilung. Und dann haben wir auch interne Checks gemeinsam mit McDonald's Österreich, wo eben sichergestellt wird, dass jeder Franchise-Partner sämtliche Vorgaben im Bereich Arbeitsrecht und so weiter und so fort penibel einhält. Jetzt hast du gesagt, Andreas hat das über 30 Jahre gemacht, eine lange Zeit. Wir wissen auch, man wird irgendwann mal betriebsblind. Hat Sachen gegeben, wo du gesagt hast, das möchte ich gleich von Beginn an ändern? Ich würde eher sagen, dass jeder Mensch andere Schwerpunkte setzt. Ja, und ich bin vom Typ her einfach sehr strukturiert und organisiert. Mir sind klare Abläufe sehr, sehr wichtig. Mir ist sehr wichtig, dran zu sein an den Mitarbeitenden und an den Gästen. Und an dieser Persönlichkeit, die ich mitbringe, haben wir dann halt auch unser tägliches Arbeiten ausgerichtet, um einfach zu schauen, dass wir jeden Tag Schritte setzen und dass ein Prozess in die richtige Richtung da ist. Du hast gesagt, du bist sehr strukturiert. Ist das auch das Wichtigste bei der Führung eines McDonald's? Ich glaube, dass das grundsätzlich, wenn man ein Unternehmen führt, sehr wichtig ist. Jetzt nicht nur, ob das jetzt ein McDonald's ist oder ein anderes Unternehmen in welcher Branche auch immer. Ob es jetzt die wichtigste Eigenschaft ist, ich glaube, das ist auch wieder von der Persönlichkeit abhängig. Ich habe annähernd 40 Mitarbeiter derzeit und ich glaube, ganz oben steht, dass man gut mit Menschen umgehen kann und dass man empathisch ist, denn ich bin der festen Überzeugung, alles, was man erreicht, geschieht aus einem funktionierenden Team heraus. Also das folgt daraus, dass man ein Team formen und ein Team führen kann und dann gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Und da kommt dann dieses Thema mit Struktur, Organisation und so weiter und so fort ins Spiel. Aber wenn man nicht mit Menschen umgehen kann, ich glaube, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass man erfolgreich sein kann. Ich möchte bei deinem Team kurz bleiben. Du hast es angesprochen, 40 Mitarbeiter. In den letzten Jahren war es immer wieder schwierig, Personal zu bekommen. Wie geht es euch jetzt damit? Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir derzeit in diesem Bereich keine Schwierigkeiten haben. Ich bin auch davon überzeugt, dass das der sehr starken Aufbauarbeit, die wir über die letzten Jahre geleistet haben, geschuldet ist und dass wir dank der Arbeit und der Persönlichkeit von Andreas einfach mit einem sehr guten Namen hier in der Region ausgestattet sind und dass wir, wie gesagt, einen sehr starken Fokus darauf legen, dass es den Menschen bei uns gut geht. Ja, und wir sind wirklich täglich dran, so den Zyklus, den ein Mensch bei uns hat, mit zu begleiten. Ja, also das fängt halt an bei klar organisierten und definierten Standards im Bereich des Onboardings. Das heißt, was passiert, wenn jemand neu bei uns anfängt? Geht dann weiter über eine klar definierte Einschulungsphase. Das heißt, jemand, der bei uns neu startet, weiß genau, was erwartet mich an welchem Tag. Ja, da ist eine Checklist dahinter, damit einfach auch Sicherheit da ist. Und am anderen Ende hinaus, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man, wenn sich jemand entscheidet, das Unternehmen zu verlassen, auch da dann hineinzuhören und zu lernen, warum ist das jetzt so? Ja, und eine Frage, die ich dann da sehr gerne stelle, ist,
Wenn du irgendwann wieder arbeitssuchend sein solltest, was müsste sich oder wohin müssten wir uns entwickelt haben, dass du überlegen würdest, zu uns zurückzukommen? Ja, und aus der Fragestellung heraus lässt sich relativ viel lernen. Du hast gesagt, dir ist wichtig, dass es den Mitarbeitern bei dir gut geht. Ich weiß ja auch, es gibt ja auch viele Goodies für die Mitarbeiter. Es gibt sehr viele Goodies, also die Klassiker wie eine Weihnachtsfeier, wie ein Sommerfest. Wir arbeiten aber auch sehr viel mit überraschenden Geschenken, die jetzt ungeplant sind. Also ich freue mich sehr, dass ich in der Region sehr viele Kooperationspartner habe, wo wir auf einer partnerschaftlichen Ebene für unsere Mitarbeitenden Gutes zur Verfügung stellen können. Worum es aber auch sehr stark darum geht, dass man die Menschen in ihrem täglichen Leben unterstützt. Also man darf nicht unterschätzen, wir haben ja sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, sie kommen in ein fremdes Land, sie kennen niemanden und brauchen da in vielen Bereichen Unterstützung. Man muss auch die sprachliche Barriere mitdenken, die einfach sehr oft da ist. Das heißt, Themen, wo wir sehr viel helfen, sind Sachen, die für uns vielleicht ganz banal sind. Ja? Also eine Wohnungssuche, ein Auto kaufen, ich bekomme einen Brief von einer Behörde, ich muss mich anmelden, ich brauche für mein Kind eine Versicherung, ich brauche eine E-Card, wo jetzt ein Foto drauf ist. Ja? Also es sind Themen, an die wir vielleicht überhaupt nicht denken, wo wir aber sehr viel Zeit investieren, und das mache ich sehr gerne, um unsere Mitarbeiter in diesen Bereichen zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor, der uns sehr dabei hilft, dass wir ein Team aufbauen, mit dem wir langfristig arbeiten können. Für unsere Zuseher immer interessant sind natürlich Zahlen. Schau mal, ob du zahlenaffin bist. Weißt du so circa, wie viel Fleisch, wie viel Salat und so weiter ihr so im Monat, in der Woche braucht? Ich bin zahlenaffin. Ich bin nicht gut im Zahlenmerken. Das heißt, ich kann alles nachschauen, ja, kann es aber jetzt nicht auswendig beantworten. Aber es ist sehr viel auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr große Menge. Wir werden am Standort Bruck zweimal die Woche beliefert. Ja. Da kommt ein riesen LKW zu uns. Wir werden in drei unterschiedlichen Bereichen beliefert. Das heißt, es kommt einerseits Ware aus dem Tiefkühlbereich, es kommt Ware aus dem Pluskühlbereich und dann auch sehr viel Trockenware. Das sind zum Beispiel die ganzen Verpackungsmaterialien, die Becher, die Deckel, die Servietten. Und da werden wir zweimal die Woche für alle Bereiche beliefert. Danke an dieser Stelle, dass du uns einen guten Kaffee und was Süßes mitgebracht Bitte hast. Gerne. McDonald's steht immer auch für neue Produkte. Wenn wir so ein bisschen nach vorschauen, wisst ihr schon, was wird es irgendwann mal geben? McDonald's hat ja auch schon vieles probiert. Ich glaube, auch Nudel hat es sogar schon mal gegeben. Was steht an? Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, was das Kerngeschäft ist. Ja, es ist sehr viel ausprobiert worden. Ob es dieses Nudelthema ist, das du angesprochen hast. Es wird allerdings also in diese Richtung jetzt in der nahen Zukunft keine Experimente geben. Ja, das heißt, wir werden uns auf unsere Kernthemen fokussieren. Wir werden im McCafé neue Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel diese Pop-Tots, die ich hier mitgebracht habe. Wir haben seit gestern einen neuen Signature-Burger auf unserer Karte. Ja, also die Signature-Collection ist ja unser High-End-Produkt mit 180 Gramm Rindfleisch, mit einem speziellen Brioche-Bun. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Burger. Und wir werden in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, in dem wir wissen, dass wir erfolgreich sind, immer wieder neue Produkte bringen, um natürlich auch neue Reize zu setzen und auch das vegetarische Sortiment nicht außer Acht lassen. Das heißt, wir haben den McPlant, wir haben zum McPlant immer ein zweites Produkt, und in diesem Bereich wird heuer dann noch eine neue Produktkategorie erschlossen werden. Jetzt haben wir vieles gehört, welche Produkte ihr circa habt. Gibt es Ideen von dir selber, wo du sagst, das wäre ein Produkt, das hätte ich doch gerne mal bei mir in meinem Store? Wenn du kreativ sein könntest. Ja, wenn ich kreativ sein könnte. Wenn ich kreativ sein könnte, würde ich persönlich die Möglichkeit immer wieder aufgreifen, auf unsere Gäste zu hören. Das heißt, wir hatten über die letzten Jahre ja immer wieder solche Burgerbau-Geschichten, wo unsere Gäste auf der Mackie Homepage oder in der App selber einen Burger kreieren konnten, und dann wurde dann gewotet, welche die meisten Stimmen bekommen. Ich würde in diese Richtung gehen. Ja, also ich glaube, dass man den Gast gut einbindet und dass man wirklich schaut, was passt in der Region gut. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist.
Ist sicher eine Idee. Also liebe Zuschauer, wenn Sie Ideen haben, schicken Sie es uns an office@mema.tv. Vielleicht ist ja was dabei. Was wir geben es weiter. Ja. Zum Abschluss wie immer unser Word Rap. Bei McDonald's esse ich gerne, weil... Ich esse seit 6 Jahren praktisch jeden Tag die Woche beim McDonald's. Mir schmeckt es einfach sehr gut. Ich werde oft gefragt, ja, wie geht das, sich da jeden Tag etwas zu finden. Wenn man in unser Menü schaut, es ist so umfangreich, man findet jeden Tag etwas. Und mir schmeckt es einfach. Ja? Und das ist bei mir, ob es jetzt ein Big Mac ist, ob es jetzt ein Salat ist, ob es ein Wrap ist. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was schmeckt mir überhaupt nicht, ich würd mir schwer tun, das zu beantworten. Und wenn man dich oder auch den Andreas anschaut, man nimmt auch nicht immer zu. So ist es, genau, ja. Bei McDonald's sollte man essen, weil? Bei McDonald's sollte man essen, weil man sich sicher sein kann, dass die Qualität passt. Ja, also wir haben ja sehr viele Produkte, die aus Österreich kommen. Wir haben 100% Rindfleisch, wir haben 100% Erdäpfel, Milch, die aus Österreich kommen. Wir haben auch in diesem Bereich sehr scharfe Vorgaben, um sicherzustellen, dass die Qualität passt. Und wenn man zu McDonald's kommt, dann kann man sich sicher sein, dass man hohe Qualität zu sich nimmt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg. Wenn ich meine Frau ausführe, gehe ich zu? Hoffentlich nicht zu McDonald's. Die Raffaella isst auch sehr gerne McDonald's. Ja. Also es ist nicht so, als ob wir das Restaurant nicht frequentieren würden. Ansonsten essen wir sehr gerne italienisch. Oder eine Schnitzelsemmel beim Basketball. Richtig. Was mich zu meiner nächsten Frage kommt. McDonald's und Basketball verbindet... Absolut. Ja. Also der Andreas ist ja, seit er in Bruck tätig ist, auch Sponsor der Kapfenberg Bulls. Wenn man sich anschaut, es gibt einfach sehr viele Synergien. Ja. Also wir legen sehr viel Wert auf das Sponsoring des Nachwuchses. Das heißt, da ist der Fokus drauf. Und wir haben auch hier einfach eine Partnerschaft, die über viele Jahrzehnte inzwischen gewachsen und gelebt ist. Die Bulls unterstützen uns bei Charity-Aktionen wie dem Carwash-Day, stehen dann da und putzen die Autos. Auf der anderen Seite freuen wir uns immer, wenn Nachwuchsmannschaften bei uns zu Gast sind. Und aus meiner Sicht, so sollte es auch sein. Also Kooperationen sollten nicht Einbahnstraßen sein, es sollten beide Seiten etwas davon haben. Und das ist etwas, das mit den Bulls und mit dem Mecke hier in der Region über sehr viele Jahre, Jahrzehnte super funktioniert. McDonald's wird es auch in 20 Jahren noch geben. Ich habe jetzt mal 20 Jahre angenommen, wird es natürlich noch länger geben, weil... McDonald's wird es in 20 Jahren noch geben, weil wir ein Unternehmen sind, das unglaublich nach vorne blickt. Ja, also ich muss da immer wieder auf die Worldwide Convention in Orlando Bezug nehmen, die vor 2 Jahren stattgefunden hat, wo es mich ja damals auch völlig gefesselt hat. Bei dieser Convention nehmen 20.000 Menschen von der ganzen, also aus der ganzen Welt teil. Heuer findet das wieder statt, heuer in Barcelona. Und dort wird einem erst klar, was für eine Kraft in dieser Marke steckt. Man weiß, zwar weltweiter Konzern und da ist echt viel dahinter, aber wie viel Kraft da drinnen steckt und wie viele Menschen sich da einbringen, das merkt man dann erst dort und wie stark auch nach vorne geschaut wird. Und was uns aus meiner Sicht so stark macht, ist, dass ganz egal, was für Herausforderungen auf uns zukommen, irgendwo auf der Welt arbeitet wahrscheinlich schon jemand an der Lösung von dem Thema. Ja, und es sind da Menschen involviert, die wirklich für diese Marke leben und brennen und die sich tagtäglich fragen, wo entwickeln wir uns hin und was erwarten unsere Gäste von uns und wie können wir unsere Gäste am besten abholen. Fliegen wir wieder zurück von Erlendo nach Bruck. Der Mecki in Bruck ist der Beste, weil? Andreas wird jetzt genau zuhören. Der Mecki in Bruck ist aus meiner Sicht der Beste, weil wir ein unglaublich engagiertes Team haben, weil wir ein Team haben, das und das freut mich ungemein, zu 100% mitzieht, weil wir ein Team haben, das sich auch auf die Themen freut, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen werden. Also ich habe mit dem Standort einiges vor. Wir werden zeitnah super Neuigkeiten für die Region haben. Jetzt nicht nur das Thema Umbau, das wir schon einmal besprochen haben. Ich werde ja gemeinsam mit McDonald's kräftig in den Standort investieren und ihn modernisieren. Wir werden auch in anderen Bereichen Schritte
nach vorne machen und wenn ich ins Restaurant hineingehe, ich nehme einfach so eine Freude wahr. Ja, ich nehme so eine Freude von meinem Team wahr, gemeinsam mit mir an diesem Restaurant und an der Gästezufriedenheit zu arbeiten. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Standort noch besser funktionieren wird, als es jetzt schon tut. Ja, und freue mich sehr darauf, was wir in den nächsten Monaten gemeinsam alles machen werden. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Als letzte Frage, mein Ziel bis in 5 Jahren? Ich bin in diesen Fragen ganz schlecht, ja, weil ich jemand bin. Ich bin sehr im Hier und Jetzt. Sicher schaut man ein bisschen nach vorne, das ist eh klar. Nur jetzt im Moment liegt mein Fokus ganz klar auf dem Restaurant in Bruck an der Mur. Liegt mein Fokus auf diesem großen Umbau, der hier anstehen wird. Und liegt kann mein man Fokus, schon sagen, wann das sein wird? Man kann sagen, dass das spätestens Anfang nächstes Jahres der Fall sein wird. Wenn alles klar geht, dann kann es gut sein, dass wir im heutigen Jahr noch gut angreifen werden. Dann würde ich sagen, alles Gute für den Umbau. Vielen Dank nochmal, dass du da bist und wir werden das jetzt da ordentlich verkosten. Wir stürzen uns da drüber. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich darauf, viele, viele Zuseher und Zuseherinnen bei mir bei Mac in Bruck begrüßen zu dürfen. Karrierechancen bei MediaCom, Verstärkung gesucht für Büro und Organisation. Wir suchen motivierte und engagierte Teammitglieder für verschiedene Positionen in geringfügiger, Teilzeit- oder Vollzeiteinstellung. Wenn Sie Teil unseres dynamischen Teams werden möchten, besuchen Sie unser Anfrageformular unter www.media-com.at und entdecken Sie, wie Sie mit uns gemeinsam erfolgreich sein können. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Team willkommen zu heißen. Faschingsparty im Rüsthaus der Stadtfeuerwehr Kapfenberg. Am Faschingsdienstag, den 13. Februar ab 12 Uhr. Live-Musik mit der Gruppe Grenzenlos. Auf euer Kommen freuen sich die Kameradinnen und Kameraden der Stadtfeuerwehr. Also, am Faschingsdienstag ab 12 Uhr. Anlässlich des 100. Geburtstags von Karl Skala, dem sogenannten Arbeiterdichter aus Wartberg im steirischen Mürztal, rückt der Autor Rudolf Gstettner das beeindruckende literarische Erbe dieses fast vergessenen Schriftstellers wieder ins Rampenlicht. Musik
Anlässlich des 100. Geburtstags von Karl Skala, dem sogenannten Arbeiterdichter aus Wartberg im steirischen Mürztal, rückt der Autor Rudolf Gstettner das beeindruckende literarische Erbe dieses fast vergessenen Schriftstellers wieder ins Rampenlicht. Naja, Karl Skala war in seiner Zeit, also quasi in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, eine volkskundliche Größe im Mürztal. Und zwar der sogenannte Arbeiterdichter. Das ist ihm quasi auf den Leib geschrieben worden. Und deswegen auf den Leib geschrieben worden, weil er ja 43 Jahre im Eisenwerk Vogel und Not in Wartberg als Dreher gearbeitet hat und sich sehr viel in seinem dichterischen Schaffen für die Umwelt von ihm eingesetzt hat und auch sie in seinen Büchern niedergeschrieben hat. Sie haben ja die ganze Veranstaltung und ein Buch gemacht. Natürlich, der 100. Geburtstag eines so wichtigen Menschen aus dem Mürztal im Kulturleben ist natürlich unbedingt wert, dass man dem auch eine entsprechende Gedenkschrift verfasst. Und das habe ich in den letzten Monaten gemacht. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Beitrag sein, um das Vergessenwerden des Karl Skala entsprechend entgegenzuwirken. Über einen Zeitraum von beinahe 5 Jahrzehnten schuf Karl Skala ein umfangreiches und vielbeachtetes literarisches Gesamtwerk. Seine Werke, von denen 7 erfolgreiche Publikationen Zeugnis ablegen, haben die Aufmerksamkeit namhafter österreichischer Komponisten auf sich gezogen, die zahlreiche Texte vertont und auf Tonträgern festgehalten haben. Einige dieser Vertonungen haben mittlerweile den Status von Volksliedern erreicht und prägen die kulturelle Landschaft der Region nachhaltig. Heute haben wir die Gedenkveranstaltung von Karl Skala, einen Dichter, einen berühmten Wartberger eigentlich, der in der ganzen Welt unterwegs war, der in Australien war, in den USA, in Kanada und in Deutschland und auch einige Ehrenauszeichnungen gekriegt hat, wie die silberne Ehrennadel für das Auslandsösterreichertum, das ist auszubringen, und das goldene Ehrenzeichen vom Land Steiermark. Natürlich war er auch Ehrenringträger von Wartberg. Und das passt heute zum 100-jährigen Jubiläum, dass man sein Buch, wo seine Werke drinnen sind, wo seine Geschichte drinnen ist, sein Lebenswerk einfach drin sind, das heute öffnen und mit der Veranstaltung an ihn gedenken. Der 100. Geburtstag von Karl Skala, der am 3. Februar 2024 gefeiert wurde, diente Rudolf Gstettner als Inspiration, das Schaffen dieses Literaten, der beinahe in Vergessenheit geraten war, wieder in Erinnerung zu rufen. In seinem Werk spiegelt sich nicht nur die Kunst des Dichtens, sondern auch die sozialen und kulturellen Entwicklungen seiner Zeit wider. Rudolf Gstettner, selbst Autor und Kenner der regionalen Literaturszene, setzt sich mit seiner Initiative dafür ein, Karl Skalas Erbe neu zu entdecken und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Wiederentdeckung dieses Arbeiterdichters soll nicht nur die künstlerische Vielfalt der Region würdigen, sondern auch dazu beitragen, einen wichtigen Teil der regionalen Geschichte und Identität zu bewahren. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion.
Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin, mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin, starte dein eigenes funkelndes Business, wir unterstützen dich. Für Stallerbruck Obereich bietet ein Auto-Abo an, das heißt Auto auf Miete. Genaueres erfahren Sie im nun folgenden Beitrag. Es ist nicht nur ein unbeschreibliches Erlebnis, sondern oft auch notwendig und praktisch. Fürstallerbruck Obereich macht's möglich. Nun, was ist das? Im Autohaus Fürstall und Partner in Bruck Obereich gibt es etwas Neues. Die Mobilität im Wandel der Zeit. Viele Kunden wissen nicht, wo sie momentan sich sehen, welches Fahrzeug sie kaufen sollen. Ist es Diesel, ist es Benzin, ist es E-Mobilität? Wir im Autohaus Fürstall und Partner haben für unsere Kunden eine Lösung gefunden. Auto-Abo. Mieten Sie Ihr Auto bei uns im Autohaus Fürstaller in Bruck Obereich. Sehr attraktive Varianten stehen für Sie bereit. Und unsere Verkaufsberater, Herr Auer und Herr Achmitsch, werden Sie gerne darüber informieren. Das ist der Polestar 2, unser Vorführwagen, Model Year 23. Das Auto hat einen 78 Kilowatt Akku mit 408 PS Allrad. Das Auto besitzt innerlich Zusatzausstattung. Einen Abstandstempomat, Panoramadach, Lichtautomatik, Fernlichtassistent, One-Pedal-Drive, Memory-Funktion, elektrischer Sitz. Das, was ganz lässig ist, ist Automatik, stufenlos. Mit dem Sicht ist ein schönes Polster-Zeichen aktiviert, man braucht nur anziehen. Es gibt keinen Startknopf mehr, man steigt nur ein, zieht den Knopf, Auto fährt hoch und man kann losfahren. Einen Parkknopf gibt es noch mal. Da gibt es nochmal einen Knopf für lauter leiser und der Rest läuft schon alles über das Display. Mit einer 5-Sterne-Sicherheitsbewertung baut der Polestar 2 auf der jahrzehntelangen bahnbrechenden Sicherheitsforschung und dem gemeinsam mit Volvo Cars genutzten Ingenieurswissen auf. Das zweite Auto im Fürstaller Auto-Abo ist ein MG. Der Marvel R Performance mit einem 70 Kilowattstunden Akku und 258 PS Allrad. Da sieht man, dass ich leichter bin in der Parkstellung. Ich drehe nach rechts, bin ich Drive-Modus. Einmal ein Stück nach links bin ich in Neutral-Modus. Und dann nach ganz weit nach links bin ich in Retourgang drinnen und sieht man sofort die 360-Grad-Kamera. Links habe ich den Drive-Modus zwischen Sport, Eco, Neutral und Wintermodus und rechts habe ich die Rekuperationsstufe. Jetzt machen wir es mal gemütlich heller innen. Und dann wenn ich sage, ich mag es jetzt nicht ganz aufmachen, wie es ein Summergang ist, dann kann ich es kippen. Und sonst, wenn ich Sommerfeeling möchte, drücke ich mal drauf und dann öffnet es das Dach bis zur Hälfte. Und hopp. Werbefilm, Dokumentation oder etwas ganz anderes, wir sind Ihr Partner für professionelle Videoproduktion. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how erstellen wir Videos, die Ihre Botschaft effektiv vermitteln. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns Ihr nächstes Videoprojekt gemeinsam realisieren. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Kettenpflicht, Ihr verlässlicher Schmuckpartner, auch unter www.kettenpflicht.at.
Das Autohaus Fürstaller Bruck Obereich präsentiert stolz die Ankunft des Volvo EX30, eine hochmoderne Ergänzung ihres Sortiments. Das ist unser neuer Volvo EX30. Ihn gibt es in drei verschiedenen Varianten. Als Single-Motor mit 377 km Reichweite, als Single-Motor Extended Range mit einer Reichweite von 480 km und einen Twin-Motor Performance mit einer Reichweite von 450 km. Beim neuen EX30 Volvo ist jetzt nicht mehr das Tacho beim Lenkrad, sondern hier beim Monitor. Das wird dann beim Fahren hier angezeigt und auch sonderlich cool ist beim Auto, dass man, wenn man aufs Auto drauf drückt, hier die Ambientenbeleuchtung wechseln kann. Zum Starten dieses Autos betätigt man die Bremse und schaltet hier am Schalthebel auf Drive und somit das Auto eingeschaltet. Und zum Ausmachen drückt man wieder auf das P, das hier ist. Zum Abschalten des Autos steigt man aus und verriegelt es. Volvo EX30 steht für Sie zur Probefahrt bereit bei Fürstaller Bruck Obereich. MEMA TV präsentiert in der Kräuterecke eine neue Folge, die sich dem vielseitigen Johanniskraut widmet. Erfahren Sie alles über die Verwendung und Wirkung dieses beliebten Heilkrauts. Bereits das Sammeln von Heilkräutern hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. Durch Bewegung in der frischen Luft und dabei mit der Natur verbunden, tun sie ihrem Körper sicher Gutes. Beim Sammeln sollte man aber auf den Schutz der Umgebung achten und fragen Sie den Besitzer, ob Sie auf seiner Wiese sammeln dürfen. Wie das letzte Mal versprochen, erzähle ich Ihnen heute Wissenswertes und Heilsames vom echten Johanniskraut. Das Johanniskraut ist mit Bedacht anzuwenden, da es die Lichtempfindlichkeit stark erhöht und Sonnenbrand hervorrufen kann. Es steht schon seit jeher mit der Sonne und dem Licht in engster Verbindung. Das Sonnenwendfest am 21. Juni ist ohne Johanniskraut und seinen vielen Brauchtumsriten heute noch undenkbar. Es ist der beste Zeitpunkt für die Ernte. Schon Paracelsus schreibt ausführlich über die wohltuende Wirkung des Johanniskrautes, auch bei schwersten, depressiven Verstimmungen. Man nimmt es in Form von Tee oder Tinktur zu sich, zur Beruhigung und zur Stimmungsaufhellung. Aber Achtung, keine Dauereinnahme. Der Leber kann das zu viel werden. Zur äußeren Anwendung stellt man ein intensives rotes Öl her und kann damit Sonnenbrand, Muskel- und Gelenkschmerzen behandeln. Aufgrund seiner hautpflegenden Eigenschaften verwende ich es auch in meinen Naturkosmetikprodukten. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte über das Johanniskraut. Als Liebesorakel verwendete man es in der Johannisnacht. Junge, verliebte Mädchen pressten die Blütenknospen aus, wobei sie an ihren Verehrer dachten und darauf achteten, ob der Saft rötlich oder farblos ist. Dabei sprachen sie: Ist mir mein Schatz gut, kommt rotes Blut. Ist er mir Gram, gibt's nur Scham. So viel über das Johanniskraut. Beim nächsten Mal werde ich Ihnen Wissenswertes und Heilsames über den Spitzwegerich erzählen. Musik.
Das Archiv des Filmclubs Kapfenberg enthält eine Fülle faszinierender Entdeckungen. Eine reiche Quelle für filmische Schätze und kulturelle Highlights. Diesmal der Traum von Hollywood. Liebe Filmmusikfreundinnen, liebe Filmmusikfreunde. Hollywood in Kapfenberg, so lautet das Thema dieses Abends. Nach dem, was hier und heute geboten wird, sollte es eher heißen Studio City in Kapfenberg. Denn Hollywood ist eigentlich nur noch ein romantischer Nachruf auf einen Stadtteil von Los Angeles, der in der guten alten Zeit einmal für die Produktion der Zelluloid-Träume und deren Übermenschen Stars genannt Heimat war. Heute ist von dem Hollywood, mit dem wir Namen wie Rita Hayworth, Marilyn Monroe oder Clark Gable, Gary Cooper und Westernlegende John Wayne verbinden, nicht mehr viel übrig. Gut, es gibt nach wie vor das Chinese Theater, vor dessen Türen auf dem Gehsteig die Sterne eingelassen sind, die wir noch aus der guten alten Zeit der bewegten Bilder kennen. Die Liste der Würdigen wird auch heute noch vergrößert, aber da sind dann auch Michael Jackson oder Lionel Richie dabei, die mit dem Medium Film im engeren Sinne nichts zu tun haben. Der Rest von Hollywood ist eine Gstetten. Als ob dieser Stadtteil mit der Absiedelung der großen Filmproduktionen von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung von L.A. vergessen worden wäre. Im Rücken von Hollywood gibt es eine Hügelkette, die Mulholland heißt. Dahinter befinden sich die weltbekannten Studios, in denen die großen Illusionen umgesetzt werden. Und dieser Stadtteil nennt sich Studio City. Ich habe eine Zeit lang in der Hayworth Avenue in West Hollywood gewohnt, als ich an der Oper von L.A. gearbeitet habe und war sehr enttäuscht, als ich den Kern von Hollywood besuchte und vom Traum in die Wirklichkeit geworfen wurde. Wir aber wollen heute Abend träumen und dazu taugt der Begriff Hollywood noch allemal. Freuen Sie sich auf unsere beiden Pianisten. Am linken Flügel erleben Sie Gerhard Hirner, am rechten Christian Graf. Und auf Ihre Version von Bernsteins West Side Story. Bei La La Land handelt es sich um eine Inszenierung des Regisseurs Damien Chazelle mit den beiden Hauptdarstellern Ryan Gosling als ehrgeizigen Jazzpianisten und Emma Stone, die sich in der Rolle einer aufstrebenden Schauspielerin einen Oscar erspielte. Sie können sich gleich davon überzeugen, wenn unser Pianistenduo Gerhard Hirner und Christian Graf in die Tasten greift und uns Beispiele aus La La Land zu Gehör bringt. Der Titel La La Land nimmt übrigens nicht etwa auf die Gesangsqualitäten der Mitwirkenden an diesem Musical-Bezug. Vielmehr deuten die beiden Buchstaben L und A auf die Verkürzung des Namens Los Angeles hin. Dieser Film war die Sensation bei den 73. Filmfestspielen von Venedig und in weiterer Folge war er der Abräumer von Filmauszeichnungen weltweit. Mehr als 200 Auszeichnungen im Jahr 2017 und bei der Verleihung der Golden Globe Awards 2017 stellte La La Land mit 7 gewonnenen Preisen einen neuen Rekord auf. Beim Oscar 2017 regnete es 14 Nominierungen, auch hier ein neuer Rekord und letztendlich Siege in 6 Kategorien.
darunter für Regisseur Chazelle und Hauptdarstellerin Emma Stone. Richten wir den Blick auf einen Film, in dem viel und sehr gut gesungen wird. Da wurde von einer Filmproduktion der kometenhafte Aufstieg der jungen und absolut umwerfend aussehenden Whitney Houston aufgegriffen und eine Filmstory verfasst, die der wunderbaren Whitney auf den prächtigen Leib geschrieben wurde. Der Song »I Will Always Love You« stammt übrigens aus der Feder von Country- und Western-Diva Dolly Parton, die einen sehr ausgeprägt weiblichen Oberkörper ihr eigen nennt. Der Song machte Kevin Costner zu einem der meist beneideten Männer dieser Welt, weil er ihm von der schönen Whitney vorgesungen wurde, erzielte die sagenhafte Verkaufsrate von 12 Millionen Exemplaren. Und auch der gesamte Soundtrack dieses Films ging dazu weltweit noch an die 44 Millionen Mal über den Ladentisch. Der Film hieß Bodyguard und beschreibt die bittersüße Love Story zwischen dem Profi-Personenschützer Frank Farmer, gespielt von Kevin Costner, und der schutzbedürftigen Popsängerin Rachel Malone, verkörpert von Whitney Houston. Kommen wir nun zu einem Musiker, der ähnlich wie John Williams für seine Soundtracks ebenfalls hoch dekoriert wurde. Denken Sie an das filmische Wunderwerk Cinema Paradiso des italienischen Regisseurs Giuseppe Tornatore. Und daher lauschen wir jetzt den Klängen des Großmeisters Ennio Morricone, in dem der verstorbene Filmvorführer des romantischen Kleinstadtkinos seinem ehemaligen Helfer und Nachfolger ein Kompendium an Filmkuss-Szenen hinterlässt, die wegen der strengen Kontrolle der katholischen Kirche aus den Filmen herausgeschnitten werden mussten. Ein höchst amüsantes Statement gegen heuchlerische Kritik und gegen das Kinosterben. Musik.
Denken wir gemeinsam an die Legende vom Ozeanpianisten, jenes blinden Passagiers, der auf dem Schiff geboren wurde, der zu Lebzeiten niemals die Planken des Schiffes verlassen hat und es dennoch im Do-it-yourself-Verfahren zu einem der weltbesten Ragtime-Pianisten gebracht hat. Der Komponist heißt Ennio Morricone und würde vor seiner Arbeit für den Ozeanpianisten mit einem Golden Globe, dem französischen Pendant zum amerikanischen Oscar, ausgezeichnet. Lassen Sie mich anfügen, dass ich es außerordentlich bedauerlich finde, dass die sogenannten Blockbuster aus amerikanischen Produktionen es in jahrelanger Zermürbungsarbeit geschafft haben, dass die Filmproduktionen aus so außerordentlich kreativen Ländern wie Frankreich oder Italien nahezu unsichtbar geworden sind und damit auch die Stars aus diesen Ländern. Belmondo verkörpert einen Ex-Agenten des französischen Geheimdienstes namens Jocelyn Jos Beaumont, der von seinem Arbeitgeber in das fiktive afrikanische Land Malagawi geschickt wurde, um den dortigen Präsidenten zu töten. Eine Oscar-Nominierung sowie einen Grammy erhielt der Film König der Löwen nach dem gleichnamigen Broadway-Musical, zu dem Elton John die Musik geschrieben hat. Thank you.
Mit dem König der Löwen geht unser Traum von Hollywood zu Ende. Und wir kehren in das Land der Wirklichkeit zurück. Kommen Sie gut nach Hause, herzlichen Dank und vielleicht sogar auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Wochenmagazins Panorama angelangt. Ein herzliches Dankeschön ergeht hier an dieser Stelle an die Firma Kettenpflicht für die Ausstattung meines heutigen Schmuckes. Und sollten Sie noch kein passendes Geschenk für den Valentinstag und Ihre Lieben haben, dann schauen Sie doch vorbei im Inderspar in Kapfenberg bei Look bei Brigitte oder unter www.kettenpflicht.at. Im Namen des gesamten Teams von MEMA TV darf ich mich für Ihr Zusehen bedanken und wünsche Ihnen noch eine angenehme, schöne Woche.